Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Xenoblade. Oh, schaut mal, es regnet. Nice. Okay, ich habe folgenden Plan. Wir haben in der letzten Folge eine Quest angenommen. Wir sollen zu den Breitmaulschnillen in Uraia. Da waren wir schon. Wir können also schnell reisen. Werden wir auch tun. Aber zuerst schnell reisen wir nach Goromod, nach Torigod, um genau zu sein, in Toras Haus. Und spielen ein Rännchen Tiger Tiger. Ich habe offscreen nachgeguckt und war ganz richtig mit meiner Annahme, dass wir ein neues Tiger Tiger Level haben, nachdem wir jetzt ein neues Areal, einen neuen Titan in der Story gefunden haben. Also spielen wir ein Rännchen Tiger Tiger, nur so damit ihr das Level mal seht, wie ihr seht, da Stage 2. Und dann schauen wir doch mal, ob ich meinen Record brechen kann. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber Äther ist ja immer was Feines für Popifikation. Klick. Mit meinem Greiferchen würde ich natürlich auch sehr gerne Schätze greifen können. Aber, naja. Kann ja nicht alles haben. Wenn man erstmal ein bisschen chillt, ist das Spiel ja sowieso eigentlich recht gut zu handeln. Also was soll's? So. Klick, klick, den Schatz. Sammeln wir also noch ein bisschen Äther auf dem Weg. Weil Äther ist ja sehr wichtig für Popifikation und für ein bisschen RAM. Geben wir ja schließlich alles. Klick. Puh. Ah, Mist. Bloß nicht erwischen lassen, bloß kein Schatz verlieren. Okay. Ich könnte. Und? Mehr Punkte als vorher? Ja! Dann habe ich, wenn ich meinen Rekord gebrochen habe, dann. So! Dann sind wir jetzt BLK. Alles cool. Und wir haben ein bisschen Zeug bekommen. Sweet. Okay. Dann reisen wir wieder zurück nach Uraia. Zu den Breitmaulschnellen, um diese blöden Kinder zu suchen. Bam. Ja. Schaut mal. Ein Plan von mir funktioniert gerade erstmal soweit. Passiert ja auch nicht alles. Okay. Oh, die Kinder stecken in Schwierigkeiten. Nichts wie hin. Okay, cool. Läuft. Das ging schnell. Ach. Never so well. Alles gut, ey. Boxen wir die jetzt alle mal um. Stellt euch mal vor, wie lange die Kids da in Schwierigkeiten rumgestanden hätten. Wenn wir die Quest ignoriert hätten. Das ganze Spiel über hätten wir da rumgestanden. Sidequests sind ja immer was Tolles. Klick. Stärkung. Was ist das denn da oben? Schattenelement? Schaut mal da oben rechts. Witzig. Oh, hopp. Das da rein. Giftwasser?
Klingt nicht besonders heilungstechnisch, lieber Drimorg. So. Das. Take care of that. Kleine Kinder. Da. Hallolo. Ist alles in Ordnung? Gibt es Verletzungen? Jetzt ist alles gut. Poppy und Freunde sind ja jetzt da. Ja, uns geht's gut. Ihr habt uns gerettet. Junge, Junge. Meister sind ja sowas von cool. Wenn ich mal groß bin, wäre ich auch gern wie... Was ist los? Schon gut. Hab nur mit mir selbst geredet. Aber anscheinend nicht wie du, Rex. Wir sollten zurück zum Dorf. Geros macht sich bestimmt so Sorgen. Ja, bestimmt. Möchte gern Söldner. Süß. Alright. Was haben wir hier? Okay. Also gehen wir zurück nach Garfont. Und erstatten Bericht, dass es allen gut geht. Beziehungsweise halten nur mal kurz die Hand auf, weil es allen gut geht. Peace. Da bin ich wieder. Geht's euch allen gut? Jetzt kann ich endlich wieder durchatmen. Das nächste Mal schicken wir einen Erwachsenen als Begleitung mit. Ich sage Joe gleich Bescheid. Danke für die Hilfe, Leute. Ja, passt schon. Was hätte ich vergessen? Nehmt das hier. Nichts Besonderes. Kleines Dankeschön. Nichts zu danken. Ja, ja, ja. Bla, gib mir... Hey, hey, yeah! Ja? Darf ich euch um was bitten? Ich würde gern euer Lehrling werden. Ach du Scheiße. Meine Eltern waren beide Meister damals in Gormod. Aber sie sind tot, weil einer ihrer Kameraden sie verraten hat. Shit. Van Damme hat sich danach um meine Schwester und mich gekümmert. Ich bin ihm echt dankbar und so. Aber meine Schwester ist trotzdem oft noch traurig, wenn sie an früher denkt. Okay, toll. Ein Papa-Ersatz. Klasse. Wie sagt dann immer, sie würde gern nochmal ein Grasräucherlachs essen, wie ihn Mama gemacht hat. Ja, leck mich, Elternersatz. Ich bekomme dann immer eine Riesenwut im Bauch. Nicht wegen dem Fisch, sondern weil ich Rache will. Um mich bei den Dörflern zu bedanken, sammle ich halt mit den anderen Kindern Essen und Zeugs. Aber durch die ganze Sammlerei werde ich auch nicht stärker. So werde ich den Tod meiner Eltern nie rächen können. Ja, scheiße aber auch. Ich will so schnell wie es geht mit den Kernkristallen resonieren, den mir Papa hinterlassen hat. Oh. Deshalb will ich mit euch trainieren. Ich will der beste Meister werden, den es jemals gegeben hat. Rache war noch nie eine Lösung, Kleiner. Mhm. Ihr Erwachsenen seid doch alle gleich. Ich hatte gehofft, dass wenigstens ihr mich versteht. Wow. Ich muss sagen, ich sehe das genauso. Es reicht, wenn der Bengel sich beim Söldnerspielen austobt. Mit diesem Meisterquatsch und der fixen Idee, Leute umzubringen, ist jetzt ein für alle Mal Schluss. Verständlich, dass er jetzt erstmal sauer ist, aber eines Tages wird er unsere Entscheidung verstehen. Rache ist doch keine Lösung. Ganz im Gegenteil, so erschafft man bloß einen Teufelskreis. Wie auch immer, danke jedenfalls, dass ihr die Kinder gerettet habt. Ja, 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 gib mir meine Scheißbelohnung. Gib mir Zeugs! Reflexionsschaden, überrumpeln, Gold, Erfahrungspunkte, Tap vor allem. Tap immer gut. Und noch so. Tagchen, wie ist es? seit alles aus dem Ruder gelaufen ist, lassen wir die Kinder nicht mehr ohne Aufsicht spielen. Check. Ich dachte, die Kleinen würden Terz machen, von wegen der Erwachsenen verderben ihnen den ganzen Spaß. Aber da lag ich wohl daneben. Die finden es total spannend, den Söldner bei der Arbeit zuzusehen. Auf diesen Jelvet sollte man allerdings aufpassen. Er ist schon ein wenig auffällig. Okay. Oh. Und durch Sidequests leveln wir unsere... Oh. Durch Sidequests leveln wir unsere Stats, um Klingen zu basteln. Habe ich gerade gesehen. Da wäre ich ja eigentlich schon fast dafür. Alle möglichen Sidequests erstmal nachzuholen.
Organisiere die Arbeit der Garfont-Söldner. Ihr tätet gut daran, euch meinen Namen zu merken. Die Garfont-Söldner bekommen von überall die verschiedensten Aufträge. Meine Aufgabe ist, die Informationen zu bündeln und zur Verfügung zu stellen. Von euch hätte ich momentan nur einen einzigen Auftrag zu vergeben, nämlich unseren Anführer Van Damme zu beschützen. Eine besondere Belohnung gibt es dafür allerdings nicht. Klasse. Fick dich. Mhm. Schließe deine Vorbereitung ab. Sprich dann mit Van Damme. Okay. Was wollt ihr alle so? Javid ist schon krass. Meine Eltern leben auch nicht mehr, aber ich habe noch nie daran gedacht, mich dafür zu rächen. Rache würde meine Eltern ja auch nicht wieder zurückbringen. Das ist ziemlich reif für ein Kind. Ich meine, mir gefällt's hier und ich bin's eh gewohnt, dass meine Eltern fort sind. Kein Grund für großes Drama. Shit. Hallo, ich bin Rallo. Rallo? Egal. Ich kümmere mich um den Papierkram bei der Garfont-Söldner-Truppe. So einen haben wir doch schon mal kennengelernt. Van Damme hat es euch zu uns gebracht, richtig? Dann müsst ihr ja schon was drauf haben. Wenn ihr Interesse an Arbeit in der Söldner-Truppe habt, lasst es mich nur wissen. Keine falsche Bescheidenheit. Großes Danke, Pony. Ja. Okay. Ja, ohne Scheiß. Wieso machen wir nicht mal die... Also zumindest die paar Sidequests, die wir haben. Schaut mal, das ist nämlich nicht viel. Die geheimnisvolle Notiz. Auf dem Zettel, den du in der Speiseröhre gefunden hast, ist eine Karte mit markiertem Ziel. Nein, wir gucken uns erstmal an, was in Garmort noch so läuft. Aktivieren, für ihren berühmten Kuchen zu besorgen. Mhm. Okay, Ziele. Trubel, Trüffel, Minzfisch. Okay, haben wir Objectives? Können wir uns da irgendwo hinschnell reisen, wo es die Scheiße gibt? Mhm. Er ist wohl gerade unter Wasser, ha? Huh? Gibt's überall. Ja, klasse. Direkt die erste Quest, die ich annehmen will. Und es gibt den Blödsinn nicht. Klasse! Echt klasse! Kran-Sabotage, das können wir uns aber auch mal antun, oder? Sprechen, bla, Holzhandel. Ja, komm, das kriegen wir hin. Nicht klingen. Schnellreise. Ormod. Dorigot. Untere Ebene. Nein. Oben rechts. Und steht bei den Schnellreisekarten anscheinend nicht was. Mhm. Okay. Dann hüpfen wir am besten. Hüpfen wir am besten ein Tor von Torigo. Zumindest war da der Kran, also. Schauen wir einfach mal, was los ist, ja? Schauen wir einfach mal, was passiert und. Vielleicht kriegen wir ja was Tolles. Long journeys make Tora tired. What will we find? Hopp. So. Wenn wir durch Sidequests wirklich unsere komischen Stats da aufwerten können und somit bessere Blades bekommen. Jo, was geht? Oh, hat Avon euch gesagt, dass ihr mir assistieren sollt? Ja, ausgezeichnet. Hört zu, wir benötigen dringend Informationen über den Kriminellen, der das Kabel durchtrennt hat. Mhm. Die Vorgehensweise dabei ist euch überlassen, Agenten. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in dieser Stadt ist ein potenzieller Täter. Selbst die Tiere sind nicht unschuldig. Okay, wow, vielen Dank. Ich verlasse mich auf euch. Cool. Noch eine Mission. Okay. Ja, alright. Cool. Aha. Ich will mal erstmal das eine Dingsy da. Das ist nicht mit einem Pfeil nach oben. Und ist einen guten Tacken weit weg.
Also machen wir es wieder über die große Karte. Na, das ist besser. Okay. Hallo. Hallo, Schatz. You're all mine. Klick, klick, klick. Hinweise gesammelt. Als Agenten ist es eure Bürgerpflicht, den Täter aufzuspüren. Was ist das eigentlich genau, Bürgerpflicht? Die ardanischen Soldaten sagen das andauernd. La 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 la. Schön, vielen Dank. Okay. Also rennen wir erstmal in Torigot rum. Schauen uns das an. Mit wem können wir denn überall reden? Systematisch, hätte ich jetzt gesagt. Hallo. Oh, hallo, entschuldigt, Leute. Ich bin hier gerade schwer zu Gange. Sollen wir vielleicht helfen? Ach so, hat der Chef euch geschickt. Ja, ja, ja. Dann passt mal auf. Guck mal hier. Das dicke Kabel da wurde durchschnitten. Wir vermuten, dass da jemand den Kran sabotieren wollte. Seht ihr die Stelle, wo es durchtrennt wurde? Der Schnitt sieht seltsam aus. Ich kapiere es nicht. Bringt doch keinem was, die Arbeiten hier zu sabotieren. Egal. Falls ihr irgendwann zufällig rausfindet, wer dafür verantwortlich ist, sagt uns Bescheid, ja? In der Zwischenzeit aber könnt ihr mir helfen, Material für die Reparatur vom Kabel aufzutreiben. Aufziehrädchen bräuchte ich. Die findet ihr überall in Gormod. Einfach beim Schatzsuchen die Glubscher offen halten. Alles klar. Das wollte ich hören. Okay. Kranreparatur angenommen. Vielleicht habe ich die ja schon. Wäre das nicht toll? 1 von 5. Ja, fick dich. Beim Schatzsuchen, ja. Das wollte ich natürlich, wollte ich natürlich jetzt nicht hören. So. So. Who dead? Achso. Tafel? Nee. Da oben? Da oben. Hi. Also die Sache ist so. Ihr wollt wissen, ob ich jemand Verdächtiges gesehen habe. Schon oft genug. Ich halte hier schließlich nicht zum Spaß Wache. Mir entgeht nie etwas. Naja, vor Ort ist mir in letzter Zeit nichts aufgefallen, sonst hätte ich sofort Alarm geschlagen. Aber neulich, hat mir ein Kollege berichtet, seine Einheit sei auf Patrouille von Unbekannten angegriffen worden. Zusammen ein paar Schrammen davongekommen. Aber wer auch immer die Angreifer waren, es müssen ein paar echt fähige Schützen darunter gewesen sein. Nu, Tora versteht. Was gibt's da nicht zu verstehen? Schützen. Das ist aber auch das einzige Verdächtige, woran ich mich erinnern kann. Dank Mor Ardain ist es in Gormod recht friedlich. Mhm. Okay, herausfinden. Finde mehr über das Aussehen der Übeltäter heraus. Die den Kran, okay. Da vorne sehe ich noch was. Schatz suchen, ha. Das heißt, ich soll wieder tauchen gehen. Weil eins habe ich von den Dingen ja schließlich schon. Who dead? Komm ich hier rein? Wo soll ich? Wo soll besagte Person bitte sein? Hier komme ich auch nicht rein. Nu, wie Tora sagen würde. Nu, nu, nu. Was soll der Scheiß? Oder sollen wir hier einmal ringsrum? Sieht zumindest nicht so falsch aus. Was ist hier jetzt? Nee. Nee,
komme ich wieder dahin. Und du so? Das ist einfach unfassbar. Ich hätte nie gedacht, dass die Torna bei uns einfallen würden. Sie haben sich in dem kaiserlichen Schlachtschiff ausgetobt und sogar unseren Wasserturm zerstört. Achso, jetzt sind es die Torna, ja? Also die andere Spasti-Truppe. Schön! Niederträchtiges Gesocks. Hauptsache, wir werden nicht beschuldigt. Das ist schlimm. Noch viel schlimmer, als wenn man mühsam einen Schatz birgt und dann nur ein Grab darin ist. Okay. Eines muss man den Bergungstauchern lassen. Sie wissen stets, ihre aufrichtigen Gefühle zu Worte zu fassen. Zum Glück sind sie weg. Je schneller Gormod wieder zur Ruhe kommt, desto besser. Ich bin froh, dass die Bürgerwehr nicht kämpfen musste. Immerhin war sogar der Flammenbringer machtlos. Yeah. Sollen wir vielleicht mal einen Silberzylinder machen? Oh, I can't wait! Onwards. Dass ich den ersten immer verkacke. This looks like it'll be something good. Mhm. Also. Vielleicht ein paar Rädchen? No! We lost the upper hand! Rick! Anchor shot! Nicht? Okay. Na dann halt nicht! So. We make a good team. Go on, raise us some more. Hm. Mhm. Irgendwie nicht so, ne? Okay, naja, finden wir erstmal wieder was raus. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen, meine lieben Freunde. Ich bin raus für heute. Blank out.